Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Donnerstags-Opening. Heute werde nicht ich etwas öffnen, sondern der User Sami82, der bei der Spendenaktion entsprechend die Booster und die Karten sich bei eBay ersteigert hatte. Und er war so freundlich und hat tatsächlich das Opening bei sich zu Hause aufgenommen und mir das Videomaterial zur Verfügung gestellt. Daher, ja, möchte ich das gerne mit euch teilen und ich wünsche euch bei diesem Video dann auch noch soweit gute Unterhaltung. Hallo liebe Community von René Brain, mein Name ist Sumi und ich habe heute die Ehre für euch, das Opening von der Spendenaktion zu machen. Ich habe das schon ein bisschen vorbereitet, damit der Name und die Adresse von René Brain nicht zu sehen sind. Und da haben wir das schöne Paket. So, fangen wir an mit den Autogrammkarten. Das ist sogar noch eine mehr. Da hat er nett Danke drauf geschrieben, wie man sehen kann. Das ist der Gerümpelsynchronisierer. Dann haben wir einen buntäugigen Pendeldrachen. Nummer 39 Utopia. Sternstaubdrache. Einen dunklen Magier. Der Klassiker. Und einen Elementarhelden Neos. Da kann ich nur Bitte sagen, René. Und dann kommen wir zum Opening. Ich würde sagen, wir greifen einfach wild rein und fangen erstmal mit den normalen Päckchen an. Mit Extreme Victory. Ja, Vorführeffekt. Alter, die sind ein bisschen infiziert. So. Psi-Reaktor. W-Nebelmetroid. Unbekanntes Synchron. Fliehende Karakuri. Fliehender Karakuri. Mein Gott. TG-Schläger. Kontakt mit dem Wasserspiegel. Entschlossene MacLord-Armee. Metallnersucher, Fortissimo, die mobile Festung und da sind wir schon mit dem ersten Päckchen durch. Wir legen einfach auch mal die Rares zur Seite und gucken mal weiter mit Shadow Spectres. Da haben wir den gelbbäuchiger Oni, Bujingi Eber, Nummern Materialverstärkung, Chuchu-Chan, Bujingi Rabe, Schwarzer Drache Kollapsschlange, Geistertrick Yang-Chi, Seelenentzugsdrache und das Drachenschild. Noch nichts Schönes dabei. Gucken wir mal weiter. Das ist jetzt ein Legacy of the Valiant. Da haben wir einen gorgonischen Gargoyle. Dododo Knacker. Bujin Insignien, das Juwel. Chronomaler Maui Träger. Nummer 1069 Wappenhorn des Horrors. Rosenhexe. Dunkler Künstler, Silvanischer Segen. Und Photonensprenger. Abyss Rising. So. Magie-Deflektor. Schneestaubdrache. Schneedrache. Okay. XYZ Extrem. Gagigo der Aufgestiegene. Kann ich auch noch nicht. Heroischer Herausforderer Nachtwache. Wegwerf Zauberstab. Zorn der Tiefsee. Heroischer Vorstoß. Was uns der René da geschickt hat. Gucken wir mal. Bis jetzt 4 Rares. Traurige Ausbeute.
So, jetzt haben wir Generation Force. Da haben wir doppelt oder nichts. Boa-Seepocke. Meister der flammenden Drachenschwerter. Fluch des Kreises. Und wenigstens mal eine Super Rare, tauchfähiger Aero-Haiträger. Straße des Computerbugs, Aufziehhund. Schadenssturm Omega Max. Bild der Vergangenheit. So. Jetzt kommen wir zu Photon Shockwave. Aufzieh Fledermaus. Naturia Marone. Photonenführung. Eichelo. Evolsaurier Diplo. Lava Lanzenherr. Es regnet Fische. Das ist immer schön. Ego-Schub und Watt-Cobra. So, und jetzt noch die Seltenheit. Ein Spell-Ruler-Pack. Da bin ich sehr gespannt drauf. Was wir da noch Schönes drin haben. Curse of Fint. Magical Liberant. Peacock, Liquid Beast, Ameba, Dark Zebra, Pale Beast, Hinotama und Performance of Sword. Gut. Und dann kommen wir noch zu dem Premium Gold 2 Paket. Auf damit. Ja, schauen, was wir da noch Schönes drin haben. Zumindest werden jetzt die Rarities noch ein bisschen hochgepusht. Nummer 14, gieriger Saramea, der Katzenhai, Cerberus. Was haben wir denn da? Lesbar. Schwarzflügel. Was? Schwarzflügel Zema. Das ist total abgenutzt. Obsidian Falke Joe. Betäubende Magierin. Das ist sehr fein, die Karte. Goyo-Wächter. Magideutsche Königin Tiramisu. Trümmerdrache. Meister Hyperion. Und Straße zum Sternlicht. Und das war das Opening der Spendenaktion. Und die werde ich jetzt dem René schicken und dann wird er die hochladen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank und tschüss.